Hallo Leute und schön, dass ihr da seid bei LS15. Wenn es heißt, wird das eine neue Mod und man sieht es hier schon vielleicht, was das sein könnte. Ja, ein Krone Big M500. Wunderbar schaut er aus, auch die Textur schaut nicht schlecht aus. Auf den Glanz wurde, ich glaube, verzichtet. Steht nichts drin, aber ich denke mal, Glanz ist hier keiner vorhanden. Schaut mir ein bisschen matt aus. Ja, was der gute Alte da macht, das sollten eigentlich die Leute ja schon wissen, die ein bisschen LS spielen. So, wir schauen uns das mal an. Wir klappen das Ganze auseinander. Und der Sound auch genial. Also er hat auch das Beleuchtungskript drin. Funktioniert auch. Fahrspuren sind natürlich drin. Funktionieren auch. Reifenstaub ist drin, ist natürlich auch klar. Animierte Fahrer mit der Handbewegung und so. Auch alles drin. So. Immer nur kurz die Lenkung da ausschalten. So. Zack, funktioniert auch wunderbar, alle Lenkungen. Und man drücke nochmal V. Zip. Zack, zack, zack. Alles unten, genau. Fangen wir vorne an. So. Bewegt ja auch schön alles mit, wie man sieht. Mit B lässt sich der gute alte anschalten. Alles animiert, wie man sieht. Wunderbar. Cockpit herinnen passt auch alles soweit. Man sieht hier rechts schon die ganzen Zahlen. Funktionieren auch schön. Ja, was macht der? Wie man sieht, er mäht. Wunderbar, wunderbar. Das können aber auch andere. Ja. So, dann könnten wir mit der Taste O noch etwas verändern. Warte mal. So. Schwanenablage aktiviert. Genau. Was macht er jetzt? Nix. Warum macht er keine Schwart? So. Breitablage aktiviert. Schwartablage aktiviert. Ich glaube, nochmal hoch, runter, ausschalten, einschalten. Vielleicht geht's dann. Lieber nochmal raus, rein. So, schalten wir wieder an und das nochmal. Vielleicht hat er da ein bisschen noch einen Fehler. Nee. Also Schwartablage macht er bei mir definitiv nicht. So, Schwartablage aktivieren. Oh, nochmal. Auf ein neues. Und nein, macht er irgendwie nicht. Jetzt mal abschalten, nochmal einschalten. Eben vielleicht nochmal. So, Schwartablage ist aktiviert. Und er macht es nicht. Okay, das scheint noch nicht zu funktionieren. Kommt mir vor, aber sonst funktioniert soweit alles. Okay, dann gucken wir noch mal in die Lok. In der Lok ist ja komplett fehlerfrei, auch sehr gut. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Das mit der Schwartablage funktioniert bei mir leider noch nicht, aber sonst echt krass. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod. Macht's gut, bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Tschüss, Leute.